Auf zum nächsten. Lala! Oh hey, Asama. Heute sollen die Raging Angels in der Gegend sein, stimmt das? No. Oh, die sind gerade an der Shonan-Küste unterwegs. Ich glaube, Susan hat sie extra zum Kampf gegen dich aufgerufen, Yagamichi. Susan hat sie extra zum Kampf gegen dich aufgerufen, Yagamichi. Na. Was ist das denn für eine Truppe? Lazy die Raging Angels. Angels. Das ist eine Gruppe von Bikerinnen. Männer haben da bei denen keinen Zutritt. Wie ist die Anführerin so? Die Anführerin heißt Rina Minagawa-san und ist total heiß. Aber die, tja, die haben echt ein paar Schrauben locker. Ah, ja, das liegt an Rina-san. Die ist völlig furchtlos, bringt bei Rennen immer den Spruch, dass man den Sensenmann küssen muss. Den Sensenmann küssen? Sie hat anscheinend nicht nur keine Angst vor dem Tod, sie legt es regelrecht drauf an zu sterben. Wer beim echt krassen Rennen stirbt, kommt nämlich angeblich nach Valhalla, in dem Rennfahrerhimmel. Glaubt sie jedenfalls. Klingt tatsächlich nach ein paar Schrauben, Lockenschrauben. Ja, bitte! Und ob die und ihre Tossen sind total irre. Wer gegen die Rennen fährt, erlebt seinen nächsten Sonnenaufgang nicht mehr. Angels-Head, Minagawa Rina! Yeah! Heute-Nacht-Gig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 
los! Ja! Unmöglich! Wie kann das sein? Die Straße beherrscht und so. Das ist doch deine Regel, oder? Oh. Ja, du kannst mich jetzt also um alles bitten, was du willst. Okay, dann bitte ich dich um dies. Hör mir diesen gefährlichen Rennen auf und schlag dir den Gedanken an Selbstmord ein für alle Mal aus dem Kopf. Ja, erwartest du nicht, dass ich in dieser grausamen, miesen Welt leben soll? Doch, du bist stark, du schaffst das. Das Leben besteht aus mehr als Todesrennen. Eigentlich ist es sogar spannender. Spannender als Todesrennen? Außer du meinst, dass das Leben selbst ein Todesrennen ist und wenn ich es abschließe, komme ich in den Himmel? Ja. Klar. Meinetwegen. Okay, ich hab's kapiert. Wenn das so ist, dann kann ich hier nicht länger rumstehen. Dann muss ich jetzt das Todesrennen nachs Lebens starten. Kann man nur so bescheuert sein? Okay, das war der erste Streich. Ja, Kommissar. Yagami-san. Hm? Wer bist du? Ich bin's, Hanasaki, der ehemalige Boss von Bakuon Rairu. Was? Hä?
Was? Hanasaki, du meinst Bomber? Das ist der Bomber. Hi. Teufel, ja, Bomber. Wow, du hast dich echt verändert. Ich habe ein paar Kurse belegt, um meinen Highschool-Abschluss nachzuholen. Ich werde ein echter Pyrotechniker. Ich bin ein ganz neuer Mensch. Ich lerne jeden Tag. Kannst du das glauben? Ja, das höre ich gern. Hey, wie geht es Hiyori-san? Ach, wir sind immer noch zusammen. Aber diesmal mit der Erlaubnis ihrer Eltern. Super, Glückwunsch. Danke, Mann. Das alles nur dank dir. Hanasaki, ich wollte dich noch was fragen. Kannst du mir was über Rina Minagawa von den Raging Angels sagen? Sie ist meine nächste Gegnerin. Ah, du triffst also endlich gegen Rina an. Ich bin auf deiner Seite, Mann. Ich erzähle dir alles, was ich weiß. Aber ich habe noch nichts gegessen, also vielleicht später. Dann lade ich dich zum Essen ein. Und du erzählst mir dabei alles. Super, danke, gerne. Und dann kann ich ihn auch gleich noch Made in Heaven fragen. Ich will mehr über Sue wissen. Wie ist er so? Ach, so. Ist nicht bloß schnell, da ist noch mehr. So als liebte er den Nervenkitzel dabei mit Leib und Seele. Er liebt sie? Diese Todesrennen? Die Straßen ist sein Spielplatz und manche Kinder sind eben prädestiniert, sich beim Spielen die Knochen zu brechen. Er hält sie für einen Spielplatz, der muss ja völlig angstbefreit sein. Yeah. Nein, im Gegenteil, er liebt Todesrennen eben, weil sie ihm Angst machen. Er überwindet seine Angst und siegt. Er ist der Meinung, der Himmel läge nur einen Schritt weiter hinter der Angst. Himmel? Mhm. Ja. Hey. Er redet es, als gäbe es da eine Welt, die nur er sehen kann. Wenn er fährt, sieht es wirklich aus, als wäre die Natur auf seiner Seite, als würde selbst der Wind für ihn wehen. Es würden sich sämtliche Naturgesetze nur nach zu richten, wenn er auf der Piste ist. Naruhodo. Das ist also Sus berühmter Himmel, hm? Das ist ja doch so toll daran, mit ihm zu fahren. Eine ganze Stunde Rennen kommt einem vor wie eine flotte Minute. Das Gefühl, wenn dein Motorrad, dein Körper und die Straße eins werden. Vielleicht empfindet er in Wahrheit ja nur so, weil Su ihn voll unter Kontrolle hat. Du kennst doch Rina Minagawa von den Raging Angels, die ihren Mitgliedern predigt, wer bei einem Rennen stirbt, kommt in den Rennfahrerhimmel oder so? Ja, genau. Darum hat sie ja keine Angst vor dem Tod. In Möglichkeit will sie sogar sterben. Ihre Gruppe hat dieses Mantra, fahre das beste Rennen gegen den besten Gegner und die Ekstase öffne die Himmelspforte. Das war Rinas Einfall. Buchstäblich zu sagen, sie sollen beim Rennen in den Tod fahren. Ist doch irre. Tja, aber das ist der Unterschied. So stellt sich seine Angst und besiegt sie. Und Rina hat einfach keine Angst. Darum fährt sie ein starkes Rennen, auch wenn sie nicht ganz an ihn heranreicht. Sie fährt völlig unbekümmert, wie ein Kleinkind. Das mit dem Feuer spielt, sich aber noch nie verbrannt hat. Also ist sie leidenschaftlich und jetzt muss ich sie schlagen? Die so zum Anführer wurde. Wie war das denn, als Su zum Anführer wurde? Als Leiter des Disziplinarkomitees soll er da die Biker ganz schön ganz allein konfrontiert haben. Ja. Er ist allein vor lauter Biker getreten und hat sie zur Rede gestellt. So wurde Akatsuka-san, der damalige Anführer, auf ihn aufmerksam.
Was schlug er vor? Willst du ihn im Rennen besiegen, will er dafür sorgen, dass die Serio-Schüler die Gang verlassen. Und dann fuhr Su ihn in Grund und Boden und wurde der neue Anführer. Und all das an einem einzigen Abend. Warst du denn so ein begnadeter Rennfahrer? Ja, irgendwie schon. Es war, als wäre eine Löwe in ihm erwacht. Ich glaube, das Rennen hat irgendwie einen verborgenen Instinkt in ihm geweckt. Und ab da gab es einfach kein Zurück mehr. Er forderte die Anführer der von Bakur und Rairo und der Ranger Jesus heraus und vereinigte dann alle zu einer einzigen Gruppe, Made in Heaven. Warte mal, wir haben die Gruppe besiegt und die Gruppe ist jetzt dran, dann kommt ja er als nächstes. Wie konnte sich denn ein artiger Streber an nur einem einzigen Abend so verändern? Das ist doch schräg. Ja, wollte ich nicht wissen. Danke, Hanasaki. Ich glaube, ich verstehe das Ganze jetzt schon viel besser. Tja. Danke, dass du mir das alles erzählt hast. Na klar, immer gern, Yagami-san. Und falls du mal trainieren willst, sag einfach Bescheid. Ja, danke. Okay, bis dann. Ich treffe mich jetzt mit Hiyori-chan. Mann, und wie der sich verändert hat. Taxi.